Hallo. Hi. Willkommen zu einem neuen Video. Hallo. Eine Schnecke. Ah, ja. Hi. Und heute habe ich was mitgebracht. Und zwar das lustige Taschenbuch. Nummer 229. Scheiße. Naja, das hat mich 6,80 Euro gekostet früher und das ist schon ziemlich lange im Gebrauch gewesen. Ich kann euch ja mal die erste Seite zeigen. Also hier kann man schon sehr gut sehen, dass ich sehr viel bemalt habe mit zum Beispiel dem Pups. Ja, ich war früher sehr kreativ. Oh, scheiße. Bin schon wieder. Komm dann davon, wenn man fett auf den Boden fällt. War damals schon sehr kreativ mit meinen Brüchen. Steht Fick dich. Fick dich. Oh, guck mal, der ist richtig fett. Naja. Ich kann euch ja mal so eine Seite oder so vorlesen. Ein unerwartetes Geschenk. Wie geht's, Onkel Dagobert? Die Geschäfte laufen gut, was? Das werde ich nicht so sagen, Donald. Man kann schließlich nie genug klagen. Richtiger Geizhals. Aber direkt schlecht gelaunt wirkt er nicht. Da wage ich es mal. Ich bin gekommen, um dich zu fragen. Nur raus damit, Donald. Oh, drückt der Schuh. Ich wollte mit dir über einen kleinen Vorschuss reden. Kreisch! Vorschuss? Das bedeutet ja im Voraus. Wie käme ich dazu, dich zu bezahlen, bevor du dafür gearbeitet hast? Beruhige dich, ich brauche doch nur 3,20 Taler. Die wollte ich mir leihen. Ich verleihe nichts, das weißt du, aber du kannst gerne für 3,20 Taler arbeiten, bevor du gehst. Ich glaube, die Brille bringt nichts. Hab ein Herz, Onkel Dagobert, es ist doch für Daisys Geburtstag. Die Jungs wollen ihr was ganz Besonderes schenken. Nur reicht das Geld nicht aus. Ich kann doch damit besser lesen, oder? Ich habe die ganze Zeit noch nicht meinen neuen Gast vorgestellt. Der Fettsackbär. Naja, ihr könnt euch das Buch jetzt auf Kindle downloaden. Von, ich weiß nicht, wie der Autor heißt, Walt Disney. Ist bestimmt netter. Ich kenne nett. Aber wie gesagt, das gibt's bestimmt ganz günstig in irgendeiner inneren Schublade von euch im Zimmer. Dann müsst ihr doch nichts bezahlen. So. Guckt ihn euch an. Er ist doch super toll. Seht ihr nicht einen Unterschied zu mir? Ja, also es gab schon so zwei Folgen mit, was habe ich hier rumliegen? Ich habe leider gerade keinen Tisch hier, aber ich habe Zeug. Matte. So, das hier oben ist der, Fettsacksau. Also, der ist schon fett, ne? Hier ist irgendeine Kreuzung zwischen zwei Kartoffeln, die Erde auch schon richtig ausgebeult haben. Der hier hat's nämlich mal. Und der hier, ich habe mal einen Kumpel vom Tobi nachgemalt. Das kam dabei raus, ja. Ich weiß nicht, was das ist. Das soll die Schnecke sein. Da habe ich einen Tobi hingeschrieben. Also den Namen. Das ist der Unartding. Hat der Kumpel vom Tobi gemalt. Und das ist, ich glaube, das soll wohl Tobi darstellen. Also guckt ihn euch an, ne? Der ist von Huckelabes. Und er ist richtig fett. Auf jeden Fall, ich habe noch ein paar Zeichnungen. Das da ist ein Etwas, ja? Hier steht Yeet Boy, also ist der Yeet Boy, genau. Ja, der hat Supreme und Gucci. Das ist ein Kloß. Das hat der Tobi gemalt. Da wieder ich gemalt. Das ist Marienkäfer oder so. Fehlgeburt. Das Ding sucht die Schnecke. Wurm. Ja. Also, alles fährt auf diese tolle Schnecke ab. Ja, und merkt euch, Leute, bei 500 Abonnenten kriegt ihr sowas vielleicht auch. Seht ihr das? Nee, das ist das Meme. Das ist ein Hochhaus, habe ich irgendwas dran gemalt, ja? Ich kann gerade stehen bleiben. Wenn mir im Unterricht langweilig ist, dann mache ich so einen Müll. Meme. Dann mache ich ganz viel dran. Aber Leute, guckt euch das an. Ihr seht nichts? Zip. Da sind ganz viele fette Smileys. So, ich zoome mal ran. Ja. Das ist die Schnecke, kann man gut erkennen. Patrick's da. Der Typ liegt. Und mehrere Unfälle. So, das war's dann.
erstmal mit den Zeichnungen. Okay, für den zweiten Teil lasst 5 Daumen hoch da. Nee, sammelt 10. Weil wir haben Sommerferien letztens bekommen. Vor einer Woche. Guckst mich so an. Hä? Wow. Wir wollen jetzt nicht übertreiben, ne? Aber hier ist eine Box, ja? Da ist sogar was drin, ne? Okay, das war meine Sammelbox als Kind. Und wenn ihr das sehen wollt, was da drin ist, dann lasst mindestens 5 da, ja? Mindestens 5 Likes. Hier ist so ein Drehteil. So schön, oder? Boah, und die riecht sogar noch richtig nach Blech. Ab nächste Woche, also ich glaube, Moje. Ab Montag, dem 1.7. gibt's eine neue Serie. Na, lasst euch überraschen, ja? Ah, jetzt machen wir noch ein schönes Foto mit unserem Gast, ne? Und unsere 2 Gästen. Sag Tschüss! Bis bald!